In diesem Video stellen wir Kartoffelpuffer her, und zwar mit der Moulinex Fresh Express. Jetzt gibt es hier eine Vielzahl von Reiben, und für die Kartoffelpuffer ist die hellgelbe Reibe sehr gut geeignet. Ich zeige es mal in die Kamera. Die anderen packen wir beiseite. Ja. Gut, Reibe einsetzen. Jetzt habe ich hier schon mal eine Schale von Kartoffeln, auch festkochend oder mehlig kochend, das ist Geschmackssache, vorbereitet. Das sind jetzt festkochende Kartoffeln, dazu Zwiebeln, zwei kleine Zwiebeln oder eine große. Circa 1 Kilo Kartoffeln und 2 kleine Zwiebeln in Längsrichtung vierteln. Das Gemüse dann mit dem Stopfer in den Einfüllstutzen führen und bei Rotation hinunterdrücken. Der Brei wird anschließend zum Beispiel in einem Nudelsieb zum Entwässern gegeben. Das Stärkewasser entweicht aus dem Nudelsieb. Durch Drehbewegungen bringt man die Flüssigkeit aus dem Nudelsieb hinaus. Das ist wichtig, damit der Kartoffelpuffer später beim Braten kross werden kann. Alternativ kann man natürlich auch das Sieb mit der Masse drin ungefähr 10 Minuten stehen lassen. Die Kartoffelmasse nach Belieben würzen. Ich gebe 1 bis 2 gute Prisen Salz hinzu, dann mit Pfeffer, Muskatnuss und anschließend Paniermehl das Ganze zu einer vernünftigen Masse zusammenkneten. Für Glutenunverträglichkeit empfiehlt sich Mandelmehl. Pflanzenfett in einer Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen. Die Kartoffelpuffer dann löffelweise hineingeben und platt drücken, alternativ mit einem Pfannenwender. Und dann circa 2 bis 3 Minuten je Seite braten, bis die gewünschte Bräune der Kartoffelpuffer erreicht ist. Fertig. Guten Appetit. Ja, statt herkömmlichen Apfelmus aus dem Supermarkt Glas kann man natürlich auch viel gesünder mit selbstgemachten Äpfeln einen viel leckeren Apfelmus herstellen. Dazu einfach nur kleine süßliche Tafeläpfel vierteln und mit der roten Reibe und den Äpfeln entsteht ein genial gesunder Apfelmus. Guten Appetit! Geschmackstest auf jeden Fall sehr genial.